Fabian Lehr entlarvt die miese Propaganda der Altparteien gegen die AfD. Der linksliberale Mainstream und solche Propagandamedien wie Korrektiv wollen uns ja gerne erzählen, dass mit der AfD ein neuer Faschismus drohen würde. Mal abgesehen davon, dass das eine absolut unzulässige Verharmlosung des Faschismus ist, ist das auch, wenn man sich die Eigenschaften der AfD anguckt, so weit von der Realität entfernt wie nur irgendwas. Die AfD ist eine völlig normale, nationalkonservative, neoliberale Partei, wie Fabian Lehr in seiner sehr guten Analyse hier gleich zeigen wird. Diese Analyse hat zwei Teile. Im ersten Teil, der ungefähr bis Minute 18 geht, da erklärt er, warum die AfD eben keine faschistische Partei ist, warum gar keine faschistische Partei entstehen könnte. Also selbst wenn in der AfD relevante Zahlen an Nazis wären, beziehungsweise wenn da in Spitzenpositionen Nazis säßen, warum selbst dann auf der AfD keine faschistische Partei werden könnte. Also warum das rein logisch unmöglich ist. Also hier liefert er eine wirklich gute materialistische Analyse. Und im zweiten Teil, da erklärt er, warum die AfD den Altparteien in einigen Teilen doch ähnlicher ist, als man zuerst denken mag. Wir schauen uns zuerst den ersten Teil an und da werde ich ein eigenes Video auf YouTube veröffentlichen und danach schauen wir uns den zweiten Teil an, wo ich auch nochmal ein Video machen werde, weil das hier für ein einziges Reaktionsvideo, glaube ich, ein bisschen lang ist. Los geht's. Oder wartet, es geht doch noch nicht los. Was noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass Fabian Lehr ein kommunistischer Blogger ist. Also er sieht die AfD sehr, sehr kritisch. Er steht selbst sehr, sehr weit links. Und er schießt an einigen Stellen in dieser Analyse auch ziemlich polemisch gegen die AfD. Aber er liefert trotzdem eine vernünftige materialistische Analyse und zeigt auch, dass die Altparteien und der linksliberale Mainstream eine wirklich üble Propagandakampagne gegen die AfD fahren. Aber gut. Eigentlich erschreckend, dass man von einem kleinen kommunistischen Blogger neutralere und vernünftigere Analysen kriegt, als all das, was man in den Mainstream-Medien so lesen und zum Thema. Ich habe vor ein paar Monaten schon dargelegt. Und dieses, was ihr da im Hintergrund hört, das ist leider das Rauschen von einem Sturm. Also Fabian Lehr hat das Video zu einer Zeit aufgenommen, wo es gestürmt hat. Das ist jetzt ja nicht so gut, aber geht halt jetzt nicht anders. Ich finde die Analyse trotzdem so hörenswert, dass wir sie uns anhören werden. Ganz egal, ob es da ein bisschen stürmt oder nicht. So, ich würde sagen, jetzt habe ich wirklich lang genug drumherum geredet. Film ab. Dass ich glaube, die allgemeine Befürchtung in Teilen der Linken, die AfD sei die neue NSDAP und ein Wahlsieg, eine Regierungsbildung der AfD werde zur Wiederkehr des Dritten Reiches führen, sei eine falsche, eine unbegründete Angst, die zu einer falschen politischen Strategie führt. Ich glaube auch, dass ungeachtet der Enthüllungen der letzten Wochen des AfD-Leaks über das Geheimtreffen, bei dem über Massendeportationen, über die massenhafte Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft diskutiert wurde, daran nichts Grundlegendes geändert hat. Meine Hauptargumentation damals, die ich auch nach wie vor vertrete, ist die, dass eine Wiederkehr des Faschismus im Stil der 30er, 40er Jahre heute in einem hochentwickelten Industrieland wie Deutschland kaum noch denkbar ist, weil einerseits die soziale Grundlage, andererseits der Feind des Faschismus fehlt. Das muss ich jetzt kurz erklären. Einmal die soziale Grundlage. Der Faschismus ist nach marxistischer Auffassung eine Massenbewegung des radikalisierten Kleinbürgertums. Des radikalisierten Kleinbürgertums, das einer doppelten Gefahr begegnen will. Einerseits ein Kleinbürgertum, das sich bedroht fühlt von der überlegenen Konkurrenz des rationalisierten, des effizienter wirtschaftenden internationalen Großkapitals, das zunehmend die traditionellen patriarchalischen Kleinbetriebe zerstört. Andererseits Gegnerschaft gegen die sozialistische, die kommunistische Arbeiterinnenbewegung. Der Faschismus ist entstanden in der Zwischenkriegszeit als eine Gegenbewegung gegen das Aufkommen, gegen die Stärkung der sozialistischen Gewerkschaften, der sozialistischen Arbeiterinnenparteien unter dem Eindruck der Oktoberrevolution und der Novemberrevolution in Deutschland. Die Schichten, die historisch den klassischen Faschismus der 20er bis 40er Jahre stützten, die die Masse der Anhängerschaft Mussolinis, Frankos und dann vor allem auch der NSDAP in Deutschland gestellt haben, waren beispielsweise selbstständige, kleine und mittlere grundbesitzende Bauern. Es waren selbstständige Handwerksmeister mit einer Handwerkswerkstatt. Es waren selbstständige Ladenbesitzer und es waren weit überdurchschnittlich Freiberufler, akademische Intellektuelle und gehobene Beamte.
von diesen kleinbürgerlichen Zwischenschichten ist heute nicht mehr sehr viel übrig geblieben. Diese kleinbürgerlichen Zwischenschichten, die insbesondere durch das damals noch extrem große Bauerntum etwa die Hälfte der Bevölkerung noch ausgemacht haben, machen heute vielleicht 5-10% der Bevölkerung eines hochentwickelten Industriestaates wie Deutschland aus. Warum glaubt die klassische marxistische Theorie, dass Faschismus... Also, habt ihr gerade zugehört? Es gibt heute keine relevante, also keine große Schicht an Kleinbürgern mehr, wie es damals in der Weimarer Republik noch der Fall war. Kleinbürger, die haben einerseits ein Interesse, nicht von einer aufkommenden Arbeiterbewegung bzw. von einer kommunistischen Partei enteignet zu werden. Sie wollen andererseits vom Großkapital geschützt werden. Und ja, das geht halt nur von einer starken nationalen Regierung, die sie, wie gesagt, erstmal vom Großkapital schützt und zum anderen die kommunistische Bewegung zerschlägt. Und wir hatten ja in den 20er Jahren eine Situation mit einem immer stärker werdenden Großkapital und mit einer immer stärker werdenden kommunistischen Bewegung. Und ja, aus Angst vor den Kommunisten haben sich ja auch am Ende große Teile des Großkapitals auf die Seite der Faschisten geschlagen, was überhaupt erst zu deren Machtergreifung in Deutschland geführt hat. Klassischer Faschismus kaum möglich ist, ohne Trägerschaft durch diese Zwischenschichten. Weil diese Schichten am stärksten ein Klasseninteresse an der Etablierung einer faschistischen Diktatur haben. Eine faschistische Diktatur, die sich gegen zwei Richtungen wendet. Einerseits, wie schon gesagt, gegen die überlegene Konkurrenz des internationalen Großkapitals, das man typischerweise im Faschismus antisemitisch identifiziert mit dem internationalen Judentum oder teilweise auch dem Amerikanismus. Andererseits richtet es sich eben gegen den Aufstieg der Arbeiterinnenbewegung. Das Kleinbürgertum hat historisch nicht nur Angst davor, vom überlegenen internationalen Großkapital niederkonkurriert zu werden, es hat mindestens genauso starke und tendenziell stärkere Angst davor, dass die sozialistisch orientierte Arbeiterinnenbewegung und die revolutionäre Arbeiterinnenbewegung sie enteignen wird, um eine Planwirtschaft aufzubauen, um zum Sozialismus überzugehen. Es ist kein Wunder, dass, obwohl Ressentiments gegen das internationale Großkapital, gegen überlegene ausländische Konkurrenz schon lange vor dem Ersten Weltkrieg im Kleinbürgertum stark verbreitet war, der Faschismus sich erst nach 1917-18 entwickelt hat. Es ist kein Zufall, dass die ersten Ansätze von so etwas wie einer faschistischen Bewegung wir im Russland der Bürgerkriegszeit 1918-19 bei der Weißen Armee sehen, die eben in Reaktion der grundbesitzenden Schichten, der bürgerlichen Schichten, auf den Sieg des Bolschewismus, auf den Sieg der Oktoberrevolution entstanden ist. Und es ist kein Zufall, dass die ganzen modernen faschistischen Parteien und Bewegungen in Deutschland alle in der Endphase des Ersten Weltkriegs oder kurz nach dem Ersten Weltkrieg gegründet werden, auf das Beispiel einerseits der Oktoberrevolution, andererseits der Novemberrevolution in Deutschland hin, die zwar eine von der Sozialdemokratie in reformistisch-sozialdemokratisches Fahrwasser geleitete Revolution war, von der Rechten, aber als Ausdruck der kommunistischen, der bolschewistischen Bedrohung aufgefasst wurde. Es ist kein Zufall, dass die NSDAP bzw. ihre Vorgängerorganisation unter Drexler, die dann bald von Hitler übernommen wurde, unmittelbar in der Endphase des Ersten Weltkriegs, kurz nach dem Ersten Weltkrieg in München gegründet wurde und sich in allererster Linie eben gegen die Gefahr des Kommunismus, gegen die Gefahr des Bolschewismus, der sozialistischen Arbeiterinnenbewegung gerichtet hat. Die Frage ist jetzt, wer sollte heute bei einer wirklich faschistischen Massenbewegung eigentlich der Feind sein, gegen den die Militanz dieser faschistischen Bewegung sich richtet? Wenn wir uns heute die AfD und die anderen rechtspopulistischen Großparteien in Europa anschauen, die FPÖ in Österreich, den Front National bzw. jetzt Rassemblement National in Frankreich, die ganzen großen rechtspopulistischen Bewegungen in Ostmitteleuropa, dann stellt sich doch die Frage, was können diese Parteien von ihrem Programm eigentlich im Rahmen der parlamentarischen Demokratie nicht verwirklichen? Wer soll der revolutionäre Feind sein, dem sie sich gegenüberstellen? Einerseits ist es so, dass die Klassenbasis dieser Parteien eine grundlegend andere ist als die der klassischen faschistischen Parteien. Auch in den heutigen rechtspopulistischen Parteien wie AfD und FPÖ sind Kleinbürger zwar statistisch überrepräsentiert im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung, sie stellen aber heute eine Minderheit dieser Parteimitgliedschaft. Die Masse der heutigen Rechtspopulisten... Nicht nur Mitgliedschaften, vor allem der Wähler.
Also wenn du jetzt als AfD offen sagen würdest, wie das Markus Krall sagt, wir nehmen allen Leuten, die Subventionen erhalten, die irgendwie Leistungen erhalten, nehmen wir jetzt mal das Wahlrecht weg. Also sowas extrem Antidemokratisches forderst. Dann laufen dir zuhauf die Wähler weg. Also dann würdest du auch einen Großteil der Kleinbürger verprellen. Ich meine, Bauern werden dann beispielsweise alle nicht mehr wahlberechtigt, weil sie Subventionen erhalten. Also um mal so einen ganz radikal rechten oder radikal libertären, nennt es wie ihr wollt, Vorschlag zu nennen, der wirklich an die Substanz unserer Demokratie geht. Also wenn die AfD so etwas fordern würde, dann wäre sie auch bei ihrer Wählerschaft erledigt. Deswegen kann die AfD in so einer Radikalität, wie es faschistische Bewegungen in der Vergangenheit gemacht haben, gar nicht Forderungen aufstellen. Mal abgesehen davon, dass die AfD eben keine faschistische Partei ist. Und selbst wenn sie es sein wollte, dann könnte sie aufgrund der mangelnden Klassenbasis, aufgrund des mangelnden Feindes überhaupt nicht begründen, warum sie faschistische Politik machen sollte. Also dann, ja, wie gesagt, da fehlt einfach alles für, damit es zu einer faschistischen Herrschaft kommen könnte, selbst wenn es in der AfD einen relevanten Anteil faschistischer Mitglieder gäbe. Faschistischen Parteien, wie aller modernen Großparteien, speist sich zwangsläufig aus Menschen, die im weitesten Sinne der Arbeiterinnenklasse angehören. Menschen, die dadurch, dass sie eine rechtspopulistische Partei unterstützen, zwar gegen ihr eigenes Klasseninteresse handeln, die aber auch kein Interesse daran haben, sämtliche Organe der Arbeiterinnenbewegung militant zu zerschlagen. Die Masse der Mitgliedschaft der AfD, der FPÖ und so weiter hat kein Klasseninteresse daran, dass es keine Gewerkschaften mehr gibt, hat kein Klasseninteresse daran, dass es keinen Parlamentarismus mehr gibt, hat kein Klasseninteresse daran, dass es keine Arbeitsschutzgesetze mehr gibt. Die AfD, die FPÖ und so weiter werden im Gegenteil von gar nicht wenigen Arbeiterinnen gewählt, weil sie glauben, das sei eine Partei der kleinen Leute bzw. der Arbeiter, weil sie frustriert, verbittert und enttäuscht sind über den Zerfall der Sozialdemokratie, der klassischen Arbeiterinnenbewegung, die sie für elitär, abgehoben und degeneriert ansehen und glauben, die AfD oder die FPÖ sei jetzt endlich eine neue Partei der kleinen Leute, die ihre ökonomischen, ihre sozialen Interessen vertritt. Das war absolut. Also ein Großteil der AfD-Wähler, der ist einfach nur, ja, der ist nicht so stramm neoliberal, wie es das Programm der Partei hergibt. Also warum ist die AfD gerade in den Bundesländern besonders? Sozialpatriotischen Flügel eher am Ruder ist. Warum ist sie in den Bundesländern eher schwächer, wo dieser neoliberale Flügel, also ehemaliger Meutenflügel, ich meine, Meuten ist ja jetzt raus, aber seine ganzen Getreuen, die Finanzmärkte deregulieren wollen, die Steuern für die Reichen senken wollen, die unsere Sozialversicherung angreifen wollen, die sind ja immer noch da. Also zumindest zu einem gewissen Teil. Oder die jede kleine soziale Verbesserung für die Mehrheit der deutschen Bevölkerung gleich ein Sozialismus geißeln. Also solche Leute gibt es in der AfD ja noch zuhauf. Und in den Ländern, in denen die AfD eben nicht so neoliberal ist oder sich zumindest nicht so neoliberal gibt, in den Ländern ist sie besonders stark. Das spricht eindeutig für Fabian Lehrs These hier, dass die Anhängerschaft der AfD vor allem aus Arbeitern besteht. Völlig anders beim historischen Faschismus. Der historische Faschismus hat zwar in der Phase, in der er groß geworden ist, in der er zur Massenbewegung geworden ist, es natürlich geschafft, auch eine kleine Minderheit von klassischen Arbeiterinnen anzusprechen. Natürlich gab es in der NSDAP von 1931, 32 auch zigtausende Arbeiterinnen. Aber sie waren immer bei weitem minoritär, sie waren immer weit unterrepräsentiert in ihrem Verhältnis zur Bevölkerung. Der klassische Faschismus war eine Bewegung des Kleinbürgertums, das ein echtes Klasseninteresse daran hatte, die Gewerkschaften zu zertrümmern, die Lohnkosten zu drücken und die Lebens- und Arbeitsbedingungen des Proletariats zu verschlechtern, weil der Faschismus eben eine Bewegung der Ausbeuterin war. Es war keine Bewegung von frustrierten und erbitterten Ausgebeuteten, die aus Zynismus und Erbitterung von der Sozialdemokratie abgewandert wären zum Faschismus. Es war eine Bewegung der Unterdrücker und der Ausbeuter. Das sieht man zum sehr schön im sehr empfehlenswerten Film 1900, wo eben gezeigt wird, wie der Faschismus in einem kleinen italienischen Dorf in der Zwischenkriegszeit entsteht, als eine Bewegung der großgrundbesitzenden Bauern, die sich faschistisch organisieren, um die Aufstände der ländlichen Bevölkerung, der Landarbeiterinnen niederzuschlagen, nach dem Ersten Weltkrieg wieder für Zucht und Ordnung im Sinne von ihnen, im Sinne der herrschenden Klasse durchzusetzen. Eine heutige rechtspopulistische Partei kann also nicht wirklich danach streben, dass sie, wie es der historische Faschismus getan hat,
die Organe der Arbeiterinnenbewegung, alle sozialen Errungenschaften der Arbeiterin einfach von SA-Horden auseinanderschlagen lässt, die gesamte Arbeiterinnenbewegung ins KZ checkt, wie es die NSDAP 1933 getan hat, weil ihre Basis daran kein Klasseninteresse hat. Eine heutige rechtspopulistische Bewegung, die die Regierung bilden würde, die an die Macht gelangen würde, würde viel stärker ein Interesse daran haben, die klassischen Organe der Arbeiterinnenbewegung, wie die Gewerkschaften, wie in Österreich die Arbeiterkammer und so weiter, zu korrumpieren und in ihr System einzubinden, auf ihre Seite rüberzuziehen. Da habt ihr es gehört. Uns drohen keine KZs, uns droht kein faschistischer Unrechtsstaat, uns droht nicht, dass politische Gegner abgeschoben oder ermordet werden. Maximal droht, ist vielleicht jetzt so Level Viktor Orban. Also, dass der Staat halt Thinktanks, die eine konservative Richtung haben, fördert, dass er versucht, Institutionen zu unterwandern, dass er sprich genau das Gleiche macht, was die Grünen und die SPD und die FDP gerade als Ampelkoalition machen. Ich meine, die fördern ja auch transatlantische Thinktanks, woke Thinktanks oder setzen den Verfassungsschutz auf politische Gegner an. Also in viel höherer Intensität wird uns das in der AfD auch nicht widerfahren. Das ist jetzt kein Argument für die AfD. Das ist jetzt ein Argument gegen diese Altparteienkorruption, die wir gerade in Deutschland haben. Da brauchen wir meiner Meinung nach eben eine frische, neue Partei, wie das Bündnis Sahra Wagenknecht. Nach Fabian Lehrs Meinung, ich hatte es ja am Anfang gesagt, er ist Kommunist, bräuchten wir wahrscheinlich eine kommunistische Arbeiterbewegung, aber die sehe ich ehrlich gesagt im Moment nicht. Und wie gesagt, ich bin ja auch kein Kommunist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es eine FPÖ-Alleinregierung in Österreich gäbe, selbst wenn es eine AfD-Alleinregierung in Deutschland gäbe, das nicht dazu führen würde, dass neue SA-Trupps die Gewerkschaftshäuser stürmen, alle Gewerkschafter ins KZ schicken. Man würde viel eher ein Szenario haben, wo diese rechtsradikale Regierung versucht, Gewerkschaften, Arbeiterkammer und so weiter zu korrumpieren, auf ihre Seite zu ziehen und das systemstabilisierende Element im Sinne einer nach rechts gedrehten Sozialpartnerschaft zu integrieren. Das andere ist, dass es den mächtigen historischen Feind, gegen den der klassische Faschismus sich überhaupt konstituiert hat, in der Form überhaupt nicht mehr gibt. Wer soll denn heute die Entsprechung zu den Bolschewiki, wer soll denn die Entsprechung zur sich noch als revolutionär gebärdenden Sozialdemokratie von 1918 sein, auch wenn sie danach ihr Programm weitgehend verraten hat? Es gibt ja heute keine massenhafte, riesige, militante sozialistische Linke, gegen die die Rechte sich militarisieren und eine Diktatur aufrichten müsste. Wenn die AfD heute in Deutschland in die Regierung gelangen würde, und das wird sie höchstwahrscheinlich, ich habe an mehreren Stellen dargelegt, dass ich ziemlich sicher bin, dass die AfD sehr bald in die ersten Landesregierungen einziehen wird, dass es höchstwahrscheinlich sehr bald in den nächsten 1 bis 5 Jahren eine Bundesregierung geben wird, in der die CDU mit der AfD koaliert, wir einen AfD-Vizekanzler sehen werden. Wenn die AfD in die Regierung gelangt, dann wird es dagegen ja keinen revolutionären Aufstand, keinen Bürgerkrieg einer militanten sozialistischen Arbeiterinnenbewegung geben, weil es diese militante sozialistische Arbeiterinnenbewegung überhaupt nicht mehr gibt. Also ihr merkt, ich nicke die ganze Zeit, Fabian Lehr hat absolut recht. Also der Faschismus ist historisch als Antikommunismus entstanden. Das war der Kern des Faschismus, dass man halt plötzlich diese neue Arbeiterbewegung hatte, die man wegräumen musste. Wo das Kapital, vor allem das Kleinbürgertum, einen Feind hatte, der weg musste. Und dazu musste man eben, also musste man nicht, aber man hat das dann gemacht, dass man demokratische Standards aufgerichtet hat und quasi eine Diktatur des Kapitals eingeführt hat. Ich meine, die ersten, die unter den Nazis ins KZ kamen, die ersten, die verboten wurden, schon vor der Machtergreifung der NSDAP, also nicht vor der Machtergreifung, aber vor dem, warte, jetzt will ich nichts Falsches erzählen, vor dem Gesetz zur Behebung von Not im Volk, also ja, vor dem Ermächtigungsgesetz, die damals schon verboten wurden. Das war die KPD. Also die ersten, die wirklich ins KZ kamen, das waren die Kommunisten. Also das sieht man in Deutschland wirklich sehr, sehr schön. Also etwas Ähnliches kann man auch in Italien beobachten. Fabian Lehr hat ja auch gesagt, erste Regierung, wo man so Ansätze des Faschismus schon sah, war die Gegenregierung in Russland, die sich nach der Oktoberrevolution gebildet hatte. Das waren die Weißen, die in jede Stadt, die sie erobert hatten, furchtbaren weißen Terror anrichteten und vor allem alle Kommunisten erstmal umbrachten. Geschriebene Geschichte schreibt gerade die Art und Weise,
wie Fabian leer redet, ist schon gewöhnungsbedürftig. Ja, aber wenn du dich erstmal dran gewöhnt hast, dann kannst du seinen Podcast wirklich gut hören. Den empfehle ich auch gleich nochmal. Das ist wirklich ein guter Kanal. Glaubt denn irgendjemand ernsthaft, dass die SPD, dass der DGB, dass irgendeine Massenorganisation der deutschen Arbeiterinnenbewegung einen revolutionären Kampf, einen Bürgerkrieg gegen die AfD entfesseln würde? Das haben die Massenorgane der deutschen Arbeiterinnenbewegung nicht einmal 1933 gegen die NSDAP gemacht und damit eigentlich bewiesen, dass die Ängste der radikalen Rechten vor der Macht und Entschlossenheit der radikalen Linken übertrieben waren, damals schon, erst recht heute. Der AfD, dem Rechtspopulismus in Europa überhaupt, wird überhaupt kein militanter Widerstand entgegengesetzt, gegen den sich eine militante Faschisierung bilden müsste. Die AfD kann problemlos heute in die Landtage, in den Bundestag einziehen. Sie kann problemlos in die Landesregierung, in die Bundesregierung einziehen, ohne dass irgendjemand ihr dabei groß Widerstand leisten würde. Die AfD kann im Rahmen der parlamentarischen Demokratie quasi ihr gesamtes Programm umsetzen, ohne dabei irgendwo auf eine unüberwindliche Barriere zu stoßen. Und deswegen frage ich mich halt, wenn die AfD jetzt in der Bundesregierung sitzt, was sie bald tun wird, höchstwahrscheinlich, gegen wen soll sie denn eine hypothetische neue SA eigentlich ausschicken? Es gibt keine Entsprechung zur KPD, die in der Zwischenkriegszeit eine Massenbewegung war, vor der sich die der Kleinbürger in Deutschland wirklich vor Angst in die Hosen geschissen haben. Es gibt keine militante, zig Millionen Menschen auf die Straße bringende Gewerkschaftsbewegung mehr. Es gibt keine Sozialdemokratie mehr, die sich auch nur rhetorisch als sozialistisch, als revolutionär bezeichnet, den Sozialismus anstrebt, wie es die Sozialdemokratie der Zwischenkriegszeit noch gemacht hat, die einer rechtspopulistischen Bewegung irgendeinen grundlegenden Widerstand leisten würde. Die klassischen faschistischen Bewegungen der Zwischenkriegszeit haben sich ja nicht militarisiert, haben keine SA gebildet, haben keine Schwarzhelm-Terrorgruppen gebildet, einfach als ein abstraktes, im luftleeren Raum stattfindendes Rollenspiel, weil sie halt Uniformen und Gummiknüppel irgendwie cool und erotisierend gefunden hätten. Das war auch eine Komponente. Aber das war nicht der Grund, warum sich die SA gebildet hat. Der Grund, warum der... Was Fabian Lehr hier gerade anspielt, sind diese absurden idealistischen Weltbilder, wo man dann einfach sagt, Faschisten sind Faschisten, weil sie gerne Faschisten sein wollen. Die könnten sich morgen früh einfach umentscheiden. Völlig die sozioökonomische Komponente ignoriert und die Bedingungen, unter denen sich faschistische Gruppen bilden. Und so halt versucht völlig die Realität auszublenden. Und Fabian Lehr, der versucht uns hier halt eine vernünftige materialistische Analyse zu geben. Also falls ihr den Seitenhieb hier gerade nicht verstanden habt. Klassischer Faschismus der Zwischenkriegszeit militante, bewaffnete Massenbewegung gebildet hat und nach ihrer Regierungsbildung sofort zur Anwendung von massivem Terror übergegangen ist, ist der, dass sie einen realen, einen mächtigen, einen entschlossenen Feind hatten in Form der revolutionären Arbeiterinnenbewegung und insbesondere der kommunistischen Partei, die eben in der Zwischenkriegszeit eine Massenbewegung mit Millionen Wählerinnen, mit zigtausenden Mitgliedern war. Die extreme Rechte, das Kleinbürgertum, überhaupt die Bourgeoisie in Deutschland der Zwischenkriegszeit haben allgemein damit gerechnet, dass eine rechtsradikale Machtübernahme zu einem Bürgerkrieg zwischen der extremen Rechten und den Kommunisten führt. Man hat tatsächlich angenommen, dass die kommunistische Partei, dass die KPD ein Todfeind, ein gefährlicher Todfeind der radikalen Rechten wäre, den man sofort niederschlagen muss, um an der Regierung bleiben zu können, bevor sich ein Bürgerkrieg wie in Spanien beispielsweise entwickelt. Aber das ist ja ein Szenario, das es heute in Deutschland überhaupt nicht gibt. Es gibt ja im heutigen Deutschland, es gibt im gesamten heutigen Westeuropa keine riesige kommunistische Bewegung, die die Rechten das Fürchten lehren würde, gegen die man eine SA bräuchte. Eine Regierungsbildung der AfD wird von niemandem ernsthaft angefacht werden. Es wird natürlich zivilgesellschaftliche, liberal, linksliberale Demonstrationen dagegen geben, aber niemand wird ernsthaft dagegen kämpfen. Die AfD wird unangefochten im Rahmen des Grundgesetzes, im Rahmen der heutigen bundesrepublikanischen Staatsordnung regieren können, ohne dabei irgendeinem gefährlichen Feind gegenüberzustehen. Die AfD, die SPD, die Grünen, möglicherweise der linksliberale Flügel der FDP werden etwas maulen und etwas schmollen, wenn die AfD in die Regierung kommt. Und 5 Jahre später werden sie auch bereit sein, mit ihr zu koalieren. Wie ist die Sozialdemokratie? Das hat er sehr schön gesagt. Also das könnte auch... Ich weiß ja nicht, ich mache ja hier keine Clips von anderen linken Kanälen, aber das könnte man sehr gut klippen. Also die FDP, die werden maulen und schmollen und 5 Jahre später auch mit der AfD koalieren. Genau so wird es laufen.
Sozialdemokratie in Österreich auch längst mit der FPÖ ist. Was wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, immer durch die AfD-Leaks, durch das Aufdecken dieses Geheimtreffens mit den Massendeportationsplänen, ist die banale Tatsache, dass die AfD eine Partei ist, in deren Reihen es massenhaft Faschisten gibt. Das ist etwas, was ich auch immer festgestellt habe. Die AfD ist natürlich ein parlamentarisches Sammelbecken für die bisher zerstreute extreme Rechte in Deutschland, überhaupt keine Berührungsängste mit offenen Faschisten hat und sie in ihren Reihen willkommen heißt, solange sie die Partei stärken. Die AfD hat kein Problem, einige Faschisten in ihren Reihen zu dulden, aber sie ist in Gänze keine faschistische Partei. Das heißt, selbst wenn man da jetzt einzelne Leute finden, die den Rechtsstaat abschaffen wollen, die jetzt einfach Millionen Deutschen ihre Staatsbürgerschaft wegnehmen wollen und die abschieben wollen. Also selbst wenn man da einzelne Leute finden sollte. So ist das erstmal nicht die Mehrheit der AfD-Mitglieder und erst recht nicht die Mehrheit der AfD-Wähler. Und es wird sich auch niemals durchsetzen. Also wer glaubt ernsthaft, dass eine schwarz-blaue Koalition hier morgen früh Friedrich Merz zu einem Führer ernennen würde? Das wird keiner machen. Also das ist völlig absurde Hetze der Mainstream-Medien, eine völlig absurde Hetze der Altparteien, das ist eine völlig absurde Hetze von all diesen Links, liberalen Propagandamedien, von diesen Woken-Propagandamedien, also so einem Unsinn wie Korrektiv, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Das haben wir hier gerade von Fabian Lehr lang und breit erklärt bekommen. Die AfD ist keine faschistische Partei, mit ihr droht kein Faschismus. Und auch so wäre die Herausbildung eines neuen Faschismus in Deutschland, die ist gut wie ausgeschlossen, weil der Faschismus in Deutschland gar keine Klassenbasis hatte. Also ihr habt es gerade gehört, 80-90% der deutschen Bevölkerung gehören zur Arbeiterschaft. 5-10% sind vielleicht Kleinbürgertum. Also es gibt niemanden, der dem Faschismus irgendeinen Rückhalt geben würde. Also in der Weimarer Republik, da hatte man nur 50% der Bevölkerung, die als eventuelle Klassenbasis des Faschismus in Frage kam. So etwas gibt es heute nicht mehr. Das heißt, eine faschistische Bewegung in Deutschland ist so gut wie ausgeschlossen. Das soll nicht heißen, dass andere extremistische Bewegungen nicht nach oben kommen können oder dass es auch andere Arten von Diktaturen, die nicht unbedingt faschistisch sind, geben kann. Also ist jetzt nicht nur auf die AfD bezogen, sondern auch auf die Altparteien. Also wir erleben ja eine immer weitergehende Aushöhlung der demokratischen Standards. Da muss man auf jeden Fall kritisch bleiben. Aber dieses Heraufbeschwören eines neuen Vierten Reichs, eines Hilfe, wenn die AfD an die Macht kommt, dann regieren hier die Nazis. Das ist völliger Schwachsinn. Das ist Propaganda, die nichts mit der Realität zu tun hat. Fabian Lehr, ein kleiner kommunistischer Blogger, schafft, ich kann es nur so häufig betonen, wie ich es gerade immer sage, schafft es uns hier, einen realistischeren Überblick zu geben, als es die gesamte Mainstream-Presse hinbekommt. Und dafür vielen Dank an Fabian Lehr. Das war der erste Teil der Analyse. Wir werden gleich noch den zweiten hinterher schieben. Also ihr merkt, ich überspringe hier ein paar Minuten, die in der Mitte des Videos sind. Die sind jetzt nicht so relevant. Da redet er über Rechtsextreme in der AfD und dass er die nicht so gut findet, finden wir auch nicht. Aber für die Analyse ist das jetzt nicht so interessant. Hier geht es dann darum, warum die AfD den Altparteien in vielen Sachen doch gar nicht so unähnlich ist. Warum die AfD eher die Meloni machen wird. Also deswegen dranbleiben. Gleich kommt der zweite Teil unserer Analyse. Beziehungsweise wenn ihr das hier auf YouTube seht, dann kommt morgen um 17 Uhr der zweite Teil dieser Analyse. Oder ihr guckt einfach auf Fabian Lehrs Kanal die gesamte Analyse. Das könnt ihr natürlich auch machen, wie es euch beliebt.